So, hier sagen wir wieder, liebe Zuschauer, ein Champion ist er auch. Mit 4 Jahren hat er seine erste Geige bekommen. Da hat er noch zu Hause im Wohnzimmer vor der Familie gespielt. Heute mit nur 30 Jahren füllt er die ganz großen Hallen. David Garrett, dieser Violin-Virtuose mit dem Rocker-Image, der begeisterte jetzt zum Beispiel am Freitag in Bremen 12.000 Fans in einer Halle. Heute Abend tritt er in Nürnberg auf, aber am Wochenende, jetzt zuvor, da hat er schon ein Gastspiel gehabt. Ein Gastspiel der besonderen Art auf dem Augsburger Presseball. Und für dieses gesellschaftliche Ereignis hat er sich, zumindest für seine Verhältnisse, richtig in Schale geworfen. Im Smoking. Und dann noch mit ganz ruhigen Klängen. Zum Auftakt überrascht Stargeiger David Garrett das Augsburger Presseballpublikum ein bisschen. Aber dann legt er mit dem Chardash so richtig los. Mit seinem Markenzeichen Classic Rock heizt Garrett den Fans in Abendrobe ein. »24 Stunden vorher begeisterte er noch die Massen. 12.000 allein in Bremen. Im Augsburger Textilmuseum Tinn spielt er nur für 2.000 Zuschauer. Ein fast schon intimer Rahmen«, verrät er im Interview. »Das Erste, was einem interessiert, ist, dass man gut harmoniert auf der Bühne, dass das musikalisch in Ordnung ist. Ob da jetzt 200 oder 20.000 sitzen, ist eigentlich uninteressant.« Es ist die Verbindung von Virtuosität und populären Melodien, wie dem James-Bond-Song Live or Let Die, mit der David Garrett begeistert. Sein Aussehen und das lässige Auftreten des 30-Jährigen tun ein Übriges dazu, vor allem Frauenherzen höher schlagen zu lassen. Und ganz so rau, wie er wirkt, ist er scheinbar doch nicht. Naja, ich habe nichts gegen den Smoking. Ich trage heute auch einen Anzug. War nun verdammt heiß gewesen, deswegen habe ich ihn kurzfristig dann auch mich des Anzugs entledigt. Aber nein, also klar, Smoking ist eine tolle Sache, aber jetzt manchmal auf der Bühne natürlich etwas einengend. Das muss man auch sagen. Als Musiker, gerade mit dieser Verkrümmung beim Geigespielen, ist so ein Anzug traditionell ein bisschen schwierig. Dürfen wir mal einmal kurz auf die Hände schauen? Ja. Sie haben ja immer diese tollen Ringe. Ich würde jetzt mal auf die andere schauen, diesen Totenkopfring. Behindert das denn nicht beim Spielen? Nein, das gar nicht. Also wenn es hier auf der linken Hand wäre, wo ich halt die Verrenkungen mache sozusagen, hier ist ja eigentlich alles, bleibt ja immer gleich statisch. Die beringte Hand tanzt er auf seiner historischen Stradivari, auch zur Kultband Nirvana. Und nach einer Dreiviertelstunde hatte Garrett die Augsburger in echte Begeisterung gegeigt. Also David Garrett war ja super. Ist einfach ein ganz toller Typ und wahnsinnig schnell auf seiner Geige. Fantastisch. Warum? Eine tolle Leistung, ein Instrument so zu beherrschen. Das Kuschelkonzert im Augsburger Tinn, für die Presseballbesucher eine sehr persönliche Begegnung mit einem großen Star. Doch für David Garrett zählt jetzt wieder die große Bühne. Heute in Nürnberg und am Wochenende gleich zweimal in der Münchner Olympiahalle.